Hallo und guten Morgen, mein Name ist Doc Stendroth, richtig, ihr seid bei mir und meinem Adventskalender gelandet, heute am 23. Dezember. Und wir öffnen heute wieder ein Türchen mit einer Einsendung. Die Einsendung kam etwas spät in diesem Jahr noch dazu, einige, aber das macht nichts. Wir genießen den Jahresabschluss mit einer Einsendung heute und einer Einsendung morgen. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, es lohnt sich. Also, nach dem Abspann sehen wir uns wieder. Es ist ein Vorspann. Macht nichts. Los geht's. Und wir suchen die 22 nicht, sondern die 23. Hier ist die 23. Da wollen wir mal klicken. Klick, es öffnet sich eine Türe und... Ja, ich bin natürlich hier gelandet erstmal. So, und ich bin hier in meinen Singleplayer-Welten und ich habe heute eine Einsendung von Mucki und da bin ich gespannt. Mega gespannt. Da weiß ich überhaupt nicht, was auf mich wartet. Und Mucki hat auch selber ein Video dazu gemacht. Und das ist in der Beschreibung verlinkt. Da schaut auch mal rein. Da, cool. Da ja, geht es auch nochmal hier um dieses Projekt. Und das ist sehr, sehr witzig. Also schaut es euch an. Cool, das Haus sieht gut aus. Sehr schön. Ein Schnitzel natürlich für Mucki und Docs Keks. Hey, der sieht wirklich aus wie mein Keks. Dann ein Bier, ja, das ist für meine Gäste. Wasser aus Bergen. Kaffee, der ist für mich. Der ist ganz klar für mich. Achso, Kaffeepfütze. Nee, pfui, Verschwendung. Hier ist ein Knopf, hier ist Glühwein. Das triggert mich. Nein. Nein. Das ist Space Taxi. Von Bulli, wie heißt das? Raumschiff Surprise. Geil. Läuft das jetzt in Dauerschleife? Bin mal gespannt. Ja, da können wir uns ausschalten. Wow, wie geil. Und hier geht die Klappe auf und da kann man auch rausgucken. Vielleicht können wir auch rausgehen. Aber hier im Raum unter der Treppe, ne? Hier Harry Potter Style. Zum Bierkeller. Hier, das ist ein ganz tolles Gasthaus. Der Flocati hier im Eingangsbereich. Kleine Geschenke. Wow, sehr schön. Ich gehe doch erst einmal in den Keller. Und guck mir den Bierkeller an. So. Und hier Bier in den Kisten. Überall. Überall. Keine anderen Getränke. Wasser wird überbewertet. Kaffee auch. Nee, es gibt noch Schnitzel. Ja gut. Schnitzel nehme ich mit. Schnitzel nehme ich mit. Cool. Sehr schön hier. So, allein das Gasthaus. Und was haben wir hier? Das ist schon ziemlich cool. Ach, hier kann man essen. Kaffee. Schon wieder ein Kaffeefleck. So. Oh, Fleisch von der Kuh. Pommes. Hier und Kerzen und überall. Ja, sehr schön. Auch hier ein kleiner... Ja, auch hier ein kleiner Platz. Und da auch sehr, sehr schön und sehr gemütlich, sehr urig. Jetzt bin ich mega gespannt, was uns draußen erwartet. Wie das Ganze von außen aussieht. Wow. Nice. Nice. So. Boah. Und hier sind hier noch irgendwelche Sachen versteckt. Was steht denn hier?
Taverne der Docks. Takeaway, Glühwein, nur 5 Euro. Ja, ja, genau, 4,99 ging besser. Kaffee für 4 Euro. Seid ihr verrückt? Seid ihr denn verrückt? So, und die ganze Welt ist voller Schnee. Ja, sehr schön. Taverne der Docks. Sehr, sehr cool. Mucki, da hast du dir echt was Tolles überlegt. Und die Technik hier, die Musik finde ich super geil. Wollen wir runter gucken? Ah, ja, ja, genau. Hier läuft das lang in der Schleife. Ja, sehr schön. Und Fledermäuse haben sich angehangen, weil es hier schön duster ist. Ah, ja, ja, sehr, sehr gut. So, Mucki sagte mir auf jeden Fall, ich müsste unbedingt in den Survival Mode. Und ich weiß, es gibt hier noch ein Geheimnis, an dem ich beteiligt war. Und deswegen setze ich mich jetzt nochmal in den Game Mode Survival. Und dann schauen wir weiter. So, dazu brauchen wir natürlich, mal meine Leiste. Komm, wie kriege ich denn jetzt die Perspektive gewechselt? So, genau. Und jetzt gucken wir nochmal, wo wir hier unsere Secrets finden. Okay, hier ist nichts. Da ist Rüstung. Ich glaube so mal, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst und besser etwas gerüstet als gar nicht. So, ich habe kein Schwert. Hier noch was drin? Ein Komposter, okay. Ein Knopf, Mülleimer und ein Buch. Tonaufnahme? Warte, du hast da was vergessen. Du hast es ja nicht vergessen, oder? Du hast es echt vergessen. Okay, ich sag's dir schon. Du musst das eine Bierfass noch mit Bier füllen. Wie viel musst du selber rausfinden? Okay. Dann mal rein in die gute Stube. Hoffentlich ist kein eingefrorenes Bier draußen. So. Mal schauen hier. Das Bierfass oder das? Das hier oder das hier? Wir nehmen mal alles mit, was so geht. Ein Schnitzel brauchen wir nicht. Wir füllen erstmal das hier. Nee, das war's nicht. Oder das hier. Oder das hier. Aha. So, mal schauen. Immer noch nicht voll. Das eine Fass. Nix. Hier vielleicht? Auch nicht. Welches ist es denn? Das eine Bierfass. Das hier können wir noch füllen. Hey, da fehlt noch was. Auch nicht. Ich gehe noch mal gucken oben. Ist hier noch ein Bierfass, das man füllen muss? Nee. So, ich muss noch mal runter in den Keller. Das geht so nicht. Einmal mal runter. Hier, einer von denen muss es sein. Dann muss es nicht einer von unten sein, sondern einer von den oben. Der vielleicht?
So. Mal weg mit dem Salat. Dann können wir hier besser arbeiten. Und da passiert auch nichts. Und da passiert auch nichts. Und hier passiert auch nichts. Hä? Da ist was passiert. Da ist irgendwas aufgegangen. Aber wo? Aber wo? Vielleicht außen? Also nochmal systematisch gucken. Hier habe ich alles angeguckt. Hier auch. Hinter der Theke ist nichts. Am Tannenbaum ist nichts. Da ist ein Loch. Bitte springen Sie rein. Genau. Ah! Der Weihnachtsmann, den kennen wir doch schon aus dem letzten Jahr. Das ist ja der Raum, den hatten wir doch im Winterwunderland. Wie cool ist das denn? Drücken zum Verlassen, genau. Ja, richtig. Ich weiß noch, ich habe da nämlich auch den Command-Block eingebaut. Ja, sehr cool. Du kommst hier nicht raus. Doch, komm ich. Doch, komm ich. Hatte ich nicht irgendwo... Ich komme hier raus. Witzig. Ups. So komme ich hier raus. Aber habe ich hier nicht das Buch irgendwo? Das habe ich noch gar nicht angeklickt. Das hier, Tonaufnahme. Aber wo ist denn jetzt die Tonaufnahme? Ja, das war ja eine coole Map. Vor allen Dingen das Secret fand ich super, der Weihnachtsmann, ja. Aber, ja, die Aufnahme habe ich irgendwie nicht gefunden. Aber mir ist es eingefallen, ja, die wird Muki wohl in seinem Video verwendet haben. Na klar, also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das eigentlich auch ganz logisch. Genau, und deswegen unbedingt bei Muki vorbeischauen. Das wird bestimmt ein witziges Video hier über diese Map. Und ich bin total gespannt und freue mich drauf, das zu sehen. Und er wird das auch öffentlich stellen, gleich nachdem ja, ihr dieses Video hier gesehen habt, könnt ihr es euch angucken. Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, sage ich euch noch Dankeschön und ich gebe zurück zu mir selbst. Boah, das war ja echt cool. Ja, vielen, vielen Dank an Muki für diese tolle Einsendung. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht in einem unserer Projekte. Danke für die Einsendung. Und danke an euch fürs Zuschauen. Und kommt gut durch den Tag. Bereitet Heiligabend vor. Es ist nicht mehr viel Zeit. Und tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Tschüss.